Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ, und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf dem Devblog von War Thunder zum dritten Video, das jetzt an einen Tag folgt. Dann bin ich wieder auf dem neuesten Stand. Ja, wir gehen jetzt ganz, ich versuche das jetzt ein bisschen schneller, aber ich gehe mal davon aus, dass euch das gefällt mit dem Vorlesen. Es ist halt angenehmer, dann kann man einfach in der Zeit, hört man zu, macht den Kopf zu, alles gut. Und wenn ich mich hart verspreche, dann muss ich mich dafür entschuldigen, ne, aber ja. Ja, wir haben hier ein Schiff. Ich weiß noch nicht ganz. Ah, es ist ein Brite. Ja, mal schau auf die Flagge und dann sieht's. Sieht aber ungewöhnlich aus. Von der Form her. Naja. Ja, dann wollen wir mal sehen, was dieses Ding HMS Marlborough, ja genau. Der eiserne Herzog. Oh, hat einen ordentlichen Namen. Okay. Das ist ein Schlachtschiff. 100 Pro, das ist ein Schlachtschiff, Leute. Das sieht aus. Das ist ein Schlachtschiff. Ein britisches Schlachtschiff. Okay. Oh, es gibt hier kein Pro und Contra, sondern nur Feature. Vergrößerte Geschütze mit 13,5, also 343 mm Hauptkaliber. Bessere Panzerschutz im Vergleich zu früheren britischen Schlachtschiffen. Schlechte Luftabwehrbewaffnung. Ja, das ist halt... gehört bei sowas immer zu. So, gehen wir mal den Text hier durch, analysieren wir das Ganze mal. In War Thunder wird die HMS Marlborough ein neues Schlachtschiff sein, das nach der Veröffentlichung des nächsten Updates auf erfahrene Kapitäne an der Spitze des britischen Forschungsbaums der Hochseeflotte wartet. Oh Mann. Mit einem erheblichen verstärkten Waffenarsenal und einer verbesserten Panzerung und Überlebensfähigkeit wird die HMS geht schon los, Leute. Marlborough, oh Mann, ey, scheiß Namen. Schon bald die Palette der britischen Großkampfschiffe im Spiel erheblich verstärken. Im Gegensatz zu bisherigen britischen Schlachtschiffen im Spiel verfügt die HMS Marlborough über eine verstärkte Hauptgeschützbatterie, bestehend aus 5, 13,5, also das sind ja diese nicht Inch, sondern Pfundangaben. Nee, ich weiß gar nicht, was die haben da. Nee, Inch, glaube ich. 343er Millimeter Zwillingstürme. Inch ist immer. Die Kanonen der HMS Marlborough sind... Oh, jetzt wird's laut, entschuldigt. Oh Mann, ey, entschuldigt, das tut mir leid. Ja, ich kann mir leider kein Studio besorgen. In der Ecke, wo ich wohne, ist leider nirgendwo... Ich wollte, aber... Ja, da wo der alte Schlecker war, da ist schon jemand drin, scheiß was. Die Kanonen der HMS Marlborough sind nicht nur ein völlig neues Waffenkaliber in den Seestreitkräften von War Thunder, sondern machen es ihren Kapitänen auch leichter, die größten Schlachtschiffe anderer Nationen zu bekämpfen, da sie eine höhere Zerstörungskraft haben als die bekannten 12-Zoll-Kanonen. Leute, mir fällt gerade was ein. Hier kriegen wir eine neue Kalibergattung. Ich glaube, das ist der beste Weg zu den ganz großen Pötten, wenn ihr versteht, was ich meine. So langsam geht's bergauf. Neben den größeren Primärgeschützen ist die HMS Marlborough auch mit einem größeren Kaliber bei den Sekundärgeschützen ausgestattet. Die Sekundärbatterie des Schiffes bestehen aus 1252 mm Kanonen. Ja, oder aus 6 Zoll. Also nichts Inch, sondern Zoll. Ach, ich vergesse das. Wir haben hier wir haben hier andere Sachen, die Effektivität des Schiffes gegen kleinere Schiffe auf kürzere Distanz erhöhen. Darüber hinaus ist die HMS Marlborough mit zwei 533 mm, also 21 Zoll, Torpedorohren auf beiden Seiten des Schiffrumpfs ausgestattet. Sie auf Feinde in unmittelbarer Distanz abfeuern kann. Fun Fact, was ist das hier? Die HMS Marlborough wurde nach einem englischen Adligen des 17. Jahrhunderts benannt, John Churchill. Ein Churchill? 17. Jahrhundert? Jo. Dem ersten Duke of Marlborough. Oh Gott. Jo. Ja. Was ein Duke ist, das ist sowas wie ein Baron, Leute. Sagen wir es, wie es ist. Wie ein Baron. Auch der vom Duke. Ja. Ja, ja, adelig, blaues Blut und alles, ne, von wegen, jeder hat hier blaues, das wird einfach nur, ne, als ob die Untergebenen damals nicht nachgedacht haben. Nicht nur die Feuerkraft der HMS Marlborough wurde deutlich verbessert, sondern auch ihre Panzerung.
wurde auf den neuesten Stand gebracht. Im Vergleich zu früheren britischen Dreadnoughts wurden die Gürtelpanzerungen der HMS Merbrook auf 12, also 12 Zoll 305 mm verstärkt, was einen besseren Schutz bot. Insbesondere gegen panzerbrechenden Geschossen anderer Schlachtschiffe. Oh, das tut voll weh, Leute, ich sag's euch. Ich bin froh, wenn das ausgeheilt ist. Nie wieder Chili. Nein, zumindest nie wieder so übertriebenes Chili fressen. Außerdem ist die Besatzung des Kriegsschiffs deutlich größer als die anderen britischen Schlachtschiffe, was sich unmittelbar auf die Kampfkraft des Schiffes auswirkt. Also mein Fazit, was wir hier haben, ist einen Brecher, ein richtiger Brecher, ein Brummer, den wir noch nie hatten. Ein Schlachtschiff, das andere Schlachtschiffe, die derzeit im Spiel sind, regelrecht ganz weit weg schiebt und sagt, jo, ich mache euch alle platt. Ne? Also, jo, da spacken die Briten doch tatsächlich. Das ist genau dieses Flotte, wovon ich immer geredet habe. Weil die Briten sind ja eigentlich dafür bekannt gewesen, dass sie eine wirklich übel zusammengestellte Marine haben. Eine richtig krass aufgestellte Marine mit krassen Schiffen. Das, was wir zwischenzeitlich jetzt ab und zu mal bekommen haben, war jetzt nicht der Rede wert. Aber das hier übertrifft alles. Wow. Das ist heftig. Na gut, gehen wir weiter im Text. Ja, noch ganz kurz, Leute. Ich bin gleich durch. Ein Aspekt, der sich jedoch im Vergleich zu seinen Vorgängern kaum verändert hat, ist die Luftabwehr. Wie andere Schlachtschiffe dieser Epoche verfügt die HMS Merbrook mit ihren 2,3 76 mm und 2,4, also das sind so diese Vierlingsdinger, 102 mm Kanonen, nur über eine unzureichende Luftabwehr. Angehende Kapitäne der HMS Merbrook sind daher gut beraten, sich an verbündete Schiffe zu halten, insbesondere an solche mit starker Luftabwehr, da diese Verwundbarkeit der HMS Merbrook durch Luftangriffe verringern könnte. Ja, ist auf jeden Fall. Oh, was steht denn hier noch dazu? Machen wir schnell das noch. Die HMS Merbrook wird bald in Seeschlachten von Sonder auftauchen und mit der Veröffentlichung des großen... Jetzt haben wir den Namen des Updates, Crown Breaking. Das neue britische Top-Hochseeschiff werden. In der Zwischenzeit sollte ihr auf jeden Fall... Ja, alles im Laufen behalten. Ground Breaking. Da lässt sich jetzt ein bisschen spekulieren. Crown Breaking, ja, das klingt interessant. Ja, um dieses Schiff natürlich schneller zu erforschen, pipapo, ne, kann man sich natürlich die HMS Belfast kaufen, die im Spiel für Golden Eagles erhältlich ist, bla bla bla. Hier waren sie selbst faul und haben kein extra Infos dazu gestellt, wie teuer die Belfast wirklich ist. Naja, was soll's. Fazit, wir haben hier ein ziemlich tödliches Schlachtschiff, das in den Seestreitkräften ganz schön aufräumen wird. Also bis auf das Flugzeuge da mehr als Chancen haben, das Ding irgendwann zu versenken, obwohl ich mir vorstellen kann, dass eine 1000 Kilo Bombe da nicht ausreicht. So groß wie das Schiff aussieht, würde ich glatt behaupten, also wenn man hier mal so den Vergleich hier sieht, selbst wenn ihr die Bombe hier irgendwo platziert, nee, dauert's, bis das Ding versenkt wird. Ich würde sagen, drei Bomben. Einmal hier. Warum ich neben den Türmen zeige, die Türme selbst sind bestimmt sehr stark gepanzert, weil es ja ein britisches Schlachtschiff ist, tippe ich mal darauf, dass auf dem Kopf, also hier der Schädel, der Turmkopf, ne, dass da mindestens über 100 mm Panzerung drauf sind. Front sind es natürlich wie üblich 305. Heftig. Daher daneben. Daneben ist besser. Das ist teilweise Stahl- und Holzverkleidung. Da platscht die Bombe einfach mitten durch oder schlägt zumindest auf den Deck auf und verursacht auch ein bisschen Schaden. Aber meistens schlagen sie durch. Und weil das neben dem Turm ist, ne,
ist natürlich der Vorteil neben dem Turm. Das ist, die Bombe liegt dann regelrecht oder schlägt dann da ein, wo der ganze Fahrstuhl, der ganze Aufzug ist mit der Munition. Ne? Also ihr versteht den Aspekt. Aber ansonsten kriegst du das Ding, würde ich sagen, mit eigentlichen normalen Beschuss, würde ich sagen, nicht so schnell klein. Das wird ein König sein. Also, wow. Sind wir mal gespannt, was wir noch so alles kriegen. So, nächster. Darauf habe ich mich so gefreut, Leute. Wiesel 1A2. Ich liebe es. Endlich, sie haben unsere Gebete erhört. Weide, genau. Wir haben lange noch gebetet. Wiesel 1A4. Ich zeige einfach das Video. Wir kriegen gleich drei Ausführungen vom Wiesel. Ist das nicht schön, Leute? Oh Mann, ich freue mich. Dieser kleine Berserker-Scheißer. Ja gut, der andere ist Ocelot. Aber trotzdem kommt es aus derselben Serie, ne? Waffenträger Wiesel. So. Ich gehe trotzdem auf die Pro und Kontras ein. Ihr wisst ja, was es ist. Oh, Rang 5 und 6. Naja gut, einer von denen wird ein 6er Rang sein. Man muss ganz schön ranklotzen. So, einmal hier Flakpanzer, Panzerjäger und da kommt noch was dazwischen. So, Pro, sehr kompakt, ausgezeichnete Fahreigenschaft, gute Bewaffnung. Contra, schwache Panzerung, kleine Besatzung. Ja gut, das ist ein negativer Aspekt, aber es ist, die sind flink, die siehst du so schnell nicht. So, im neuen großen Update, Groundbreaking, werden wir drei Versionen von gepanzerten Fahrzeugen auf Basis des Wieselgestells vorstellen. Alle drei sind dazu bestimmt, ein Renner zu werden. Das schreibt ihr schön aus, ein Renner zu werden. Sie sind klein, schnell, gefährlich. Jeder Treffer bedeutet den sicheren Tod. Jedes Gefecht sorgt für ordentlich Adrenalinstoß. Oh, das freue ich mich sowas von. Macht euch bereit für die Invasion des fiesen deutschen Panzerschaben. Oh, den Text müsst ihr überarbeiten. Panzerschaben. Oh. Das ist ein Wiesel, verdammt. Ein Wiesel und eine Schabe. Das ist ein Riesenunterschied. Mann, Gaijin. Kopfschütteln. Wiesel 1A4. Ich freue mich. Die Basisversion des Fahrzeugs, oh Gott, jetzt verlese ich mich hier schon, ist mit einer 20mm Rheinmetall 202-20 Maschinenkanone ausgerüstet. Die Kanone ist auf einer ferngesteuerten Lafette montiert. Sie hat eine sehr gute Schwenkgeschwindigkeit, ausgezeichnete Zielwinkel. Mit den sofort nach Erforschung verfügbaren Gurten kann die Kanone effektiv gegen leicht gepanzerte Ziele, Hubschrauber und tieffliegende Flugzeuge eingesetzt werden. Die Erforschung der Modifikation DM63, heilige Scheiße, ist die dabei, oh, danke Gajen, wird eine Auswahl an panzerbrechenden unterkalibrigen Geschossen hinzugefügt, die in der Lage sind, viele Panzer an der Wannenseite zu durchschlagen. Die Besatzung des Fahrzeugs besteht aus nur zwei Soldaten. Das Feuerleitsystem umfasst eine Laserentfernungsmesser und Wärmebildgerät für beide Besatzungsmitglieder. Ich bin so begeistert, es tut mir leid, Leute. Ich war schon beim Maler, bin ich total hibbelig gewesen, hab gedacht, yo, jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt kommen endlich unsere Modelle. Meine Güte, wie lange müssen wir die denn da nerven bei Gaijin, bis sie da uns unseren Shit geben? Meine Güte. Eines Tages kriegen wir die Bismarck. Wiesel 1A2. Hübsch. Die Version kenne ich auch. Sieht wirklich hübsch aus. Bei dem Tarnanstrich kann ich mich nicht mehr so erinnern. Aber das ist unser Tarnanstrich. Ne? Wer jetzt sagt, das gehört doch nicht zu Deutschland. Nein, das ist unser Tarnanstrich. Diese Version des gepanzerten Fahrzeugs ist eine Abschussvorrichtung für die Panzerabwehr TOW-2, TOW-2A, keine B, doch B auch, und mit Tandem-Sprengkopf und TOW-2B ausgestattet, die in der Lage ist, Panzer von oben zu treffen. Die Munitionskapazität beträgt 7 Raketen, na gut. Die Besatzung besteht aus 3 Personen. 3 Personen? Ich dachte... Oh, das ist lang her, Leute, beim Bund. Das ist lang her. Ich weiß es nicht mehr. Weil ich habe die Dinge mal gesehen. War schön. Sowas zu sehen ist schön.
was bei diesem Fahrzeug wirklich zur Überlebensfähigkeit beiträgt. Eine traditionelle kleine Silhouette, exzellente Geschwindigkeit sowie Wärmebildgeräte für Nachtkämpfe sind auch vorhanden. Ein fast ideales kleines Biest für die Eroberung von Punkten und für Hinterhalte von Orten, an denen es der Gegner am wenigsten erwartet. Ah, der Ocelot. Der ist speziell, aber er basiert auf dem Wiesel. Ne? Ihr seht schon, wie er aufgebaut ist. Das ist Flugabwehr. Der ist, ja, der ist speziell. Leider sehr anfällig. Gut, wie jede Flak auch anfällig gegen Flugzeuge, aber trotzdem sehr anfällig. Diese Version des Fahrzeugs mit der Stinger Luftabwehrrakete ausgestattet und aufgrund der Größe des Abschusssystems der Munition in der Aufhängungsvorrichtung und der zwei hohen Antennen, die größte der drei Versionen. Entschuldigt, es tut mir so leid, Leute, aber es tut wirklich, ich wartet eine Sekunde, ich mach den Zahnersatz weg. Mit Zahnersatz kann ich ja jetzt gerade nicht sprechen, das funktioniert nicht. Dann habt ihr halt so ein kleines Lispeln drin, aber das ist ja gleich durch, ich bin ja gleich fertig. Oh, das tut so weh, ey. Der Ocelot lässt sich jedoch trotzdem leicht in Gebüschen, hinter Ruinen und zwischen Felsen verstecken. Gute Raketen, geringe Kosten in Form von Respawn-Punkten. Was braucht es noch, um euer Team von allzu übermütigen Jagdbombern und Hubschraubern zu erledigen, gutes Deutsch, ne? Entledigen. Ihr könnt natürlich die Forschung wieder, was mit hier, der Leopard A1 mit L44, der ist geil, ich fahre ihn selber, aber 60 Euro ist halt viel Geld, ne? Also wenn ihr nicht gerade so viel Geld ausgeben wollt, ne, dann lasst es sein. Wartet bis Weihnachten oder bis die nächsten Vergünstigungen kommen, da kommt noch mal was. Aber auf jeden Fall, ja. Mann, da kriegen wir jetzt die drei kleinen Scheiße hier ran. Ich freue mich. Ah, guckt euch die Süßis an, ey. Ich werde auf jeden Fall ein Sonderdeck zusammenschrauben. Mit allen drei. Da kann ich nichts falsch machen, Leute. Die zwei hier werden sowieso über Spotting-Funktion verfügen. Da tippe ich mal drauf. Und er, okay, er ist Luftabwehr. Aber trotzdem, das Ding ist krass. Wegen Munition, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, mitgeführt wurden nochmal 4 Stück, also insgesamt 8 Stinger-Raketen. Ich bin mir da aber nicht mehr 100% sicher, Leute, das ist schon wieder alles lang her. Ja. Doch, in den Kasten hier hinten war die Munition drin, genau, so war das. Hier ist Munition drin. Bin mir aber nicht so, doch, 1, 2, 3, 4, doch, 4, stimmt, 4 sind drin. Also 4 sind nochmal vorhanden, das heißt, ihr könnt 8 Raketen verschießen. Dann solltet ihr allerdings auf irgendeinen Punkt fahren und nachladen dort, ne? Das Nachladen könnte vielleicht lang dauern, weil ich weiß noch, wie es damals, also ich hab sowas erklärt bekommen, ne? Wir haben sowas erklärt bekommen, wie das so läuft. Wir haben auch mal solche Teile gesehen irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich weiß nicht, wo wir waren. Irgendwo waren wir da. Das ist lange her, Leute. Ich meine, ich bin jetzt 36. Das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, Real Life richtig, ich war 18, hallo? Nee, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Aber da haben wir das Ding gesehen. Da wurde uns vieles erklärt zu dem Fahrzeug. Das Nachladen der Stinger-Raketen dauert nämlich einen entsprechenden Zeitraum. Aber ich, also das muss natürlich alles per Hand gemacht werden. Oder, nee, ich glaube nicht, dass, war da ein Mechanismus drin? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Nee, das musste per Hand gemacht werden, stimmt, das war immer per Hand. Da, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, die Seite wurde weggeklappt hier. Also das war hier so, blub, machst du auf, Rakete rein, Sicherung irgendwie an. Das ist irgendwo so ein Sicherungsteil und dann wieder Batsch zu und dann ging es wieder weiter. Und keine Ahnung, wie das im Spiel implementiert wird, aber ich denke mir, das wird auch sich ein bisschen beziehen, ne, hinziehen. Naja,
Warten wir es mal ab. Aber ich freue mich so schön. Zwei Wiesel und ein Ocelot. Was will ich eigentlich mehr jetzt, ne? Na gut, es gibt noch ein paar Panzerfahrzeuge von uns Deutschen, das ich gern auch hätte, aber lass mir das erstmal, ne? Das hier reicht schon. Gaijin, das ist die beste Beschenkung ever. Nur eine Textpassage, meine Lieben. Das nehme ich nicht hin. Panzerschaben. Sag mal, geht's noch? Hallo, die heißen nicht umsonst Wiesel. Boah. Mann, Mann, Mann. Da wussten sie wieder nicht, was sie schreiben sollten. Nee, sie haben die kleinen Fahrzeuge gesehen und automatisch an eine Schabe gedacht. Das ist eine Beleidigung. Böses Gaijin. Böses Gaijin. Na Leute, böses Gaijin. Naja. Gut, dann, ja, ist fertig. Ich hoffe, ja, ich habe mich zwischenzeitlich sehr stark verlesen. Wie gesagt, ich habe immer noch diese Entzündung im Mundbereich, wie gesagt, weil ich halt zu scharfes Chili zu mir genommen habe. Für die, die jetzt erst einschalten, tut übel noch weh alles. Zahnfleisch ist extrem, also richtig gereizt. Aber es geht. Es ist besser als vor ein paar Tagen, ne? Besser geworden vor ein paar Stunden und so weiter. Also es ist schon besser geworden. Aber es schmerzt schon ungemein. Muss ich persönlich mal sagen. Es schmerzt ungemein. Ja, das ist die Folge daraus, dass ich wieder mal kopflos mich ins Essen gestürzt habe. Und es war auch zu heiß. Auch noch so ein Punkt. Ja, was soll ich sagen? Lecker, lecker, Gier. Extrem scharf, extrem heiß, alles zusammen, bumm, Zunge weh und alles. Ja, Zahnersatz tragen ist gerade sehr schmerzhaft. Aber wird schon. In den nächsten Tagen, ich glaube mal Montag ist es schon längst wieder ausgeheilt und dann ist wieder gut. Ansonsten, ja gut, muss mal zum Zahnarzt gehen oder so, keine Ahnung. Vielleicht können die mir irgendwas verschreiben. Ne? Ja, gucken wir mal. Gut, Knut, dann, ich hoffe, ich habe euch informiert. Wenn dem so ist, könnt ihr mal ein Like oder ein Abo da lassen, wäre ganz nice. Das neue Format hier, wie ich das jetzt so mache mit dem Vorlesen, ich finde das eher praktischer. Somit können wir auch ein regelrechtes Fazit rausziehen und können dann Fehler wie diese hier rausfiltern. Gaijin, ich hasse euch jetzt. Aber sowas von. Dafür können diese kleinen Scheißer jetzt einen Adrenalinstoß wird so sein. Und der Update-Name, Groundbreaking, ich bin am Spekulieren, was da noch kommen könnte. Ja gut, ich bin eigentlich in tiefer Hoffnung, dass wir endlich die französischen Schiffe kriegen, aber... ja, ich glaube, das können wir erst nächstes Jahr warten. Schauen wir mal. Ne? Vielleicht kommt doch noch was dazwischen, wer weiß. Kurz zu Weihnachten kommt meistens immer noch ein Update, aber warten wir es mal. Ne? Gut, Knut, dann, ja, wie gesagt, euch einen schönen Tag noch, viel Spaß beim Zocken, wir hören uns, bis dann, ciao.